Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Days Gone. Wir haben uns gerade. Wir haben uns gerade vollkommen aufgefrischt quasi und können jetzt wieder hinaus in die wilde Welt. Ich rall nicht so ganz, was das GPS von mir möchte. Durability meter. Melee weapons found in the field break easily in combat. Make sure you pay attention. Was mache ich jetzt eigentlich mit dem Drogenstash, den ich hier hinten drauf habe? Ist mal blöd gefragt. The Otto's Nest, surprise in your head. Horse Lake, Eerie Checkpoint. Okay, ich glaube gleich, jetzt haben sie mich gleich. Ja. Ja, nee, das war nix. Was ich hier beim Merchant vielleicht machen können sollte. Gar nichts, ich kann mir nichts leisten. Außerdem habe ich nicht genug. Okay. Nochmal von vorne. So. Map. Hier ist eine Nero Research Site. Das ist die Storyline at World's End. Okay.
Ein Historical Marker, eine Research Site. Ich würde mal die Research Site hier unten nehmen. Die ist jetzt nicht allzu weit entfernt. Sorry, da muss ich auf die andere Seite. So, ich müsste hier raus. Danke. Erstmal Stuff sammeln. What the hell happened here? Wonder if they left anything worth the effort. Nee, nehme ich lieber das. So, aber was genau hast du hier durchsucht? Ein Jagdgewehr, ist das vielleicht besser? Nee, es hat keine Munition. Das ist ja furchtbar. Warte, geh weg. So. Repair mit Scrap. Health Cocktail, use. Und eine so. Damn, Alter, wo kommt denn ihr alle her? Nochmal drei. Nicht genug zum Reparen. Finally, Jesus. Ja,
Das ist ja abartig, wie viel die aushalten. Ja, ich weiß. Wie viele Wölfe liegen jetzt hier? So mindestens 4. Das, wo führt mich denn dieser Weg jetzt hin? Ja, dahin. Sag ich doch. Ach nein, das ist dieses Arschloch-Ding, wo ich bei meinem ersten Play... Ja. Ja, von... Wo ich bei meinem ersten Playthrough schon keine Ahnung hatte, wo ich da zum Fick reinkommen soll. Okay, ich bin ein bisschen überfragt. So, darunter auf jeden Fall nicht. Das Ding ist, ich bräuchte halt irgendwo irgendwas zum Looten erstmal, wo ich anständig looten kann. Soll ich einfach die Story weitermachen? Dann komme ich auch hier durch und kann hier auf dem Weg vielleicht nochmal looten. Okay.
Hör mal, es ist Nacht, vielleicht hat es auch damit zu tun. No job available, na sauber. Ist hier? Nee, offenbar noch weiter hoch. Hey, watch it. Okay. Bett. Bett? Bett. Okay. So, a couple months ago we were up by Crazy Woods, scattered. I didn't think I'd see you around so much. What's up? You got something to say about it. Ja, die sind schon weg. Was ist hier vorne für eine Historical Site? Teller Cabin, the Horror House. Okay. So. Sterilizer fehlt noch. Okay. Aber Kerosin, das heißt, ich kann einen Molotov craften. Ich kann sogar zwei Molotovs craften. Ist schon mal wichtig. Dann ein 2x4, dass man dann auch noch. Wieso kann ich es nicht craften? Box of Nails, okay. Ich dachte Scrap, aber okay. Was ist das denn? Irgendjemand hat sie zerrissen. Na schön. Warte mal. Zumindest schon mal hier Stuff sammeln, weil dann kann ich mich wieder ein bisschen mit Versorgungsmaterial eindecken.
Ah. Max. Und alles hier ist voll, okay. Hier ist nochmal so ein Nero-Stützpunkt. Dann schauen wir mal, was wir hier alles einpacken können, was wir vorhin haben liegen lassen müssen. Das könnte in der Tat useful sein. Sidearm Suppressor. Attach. Was habe ich jetzt hier schon wieder gemaxt? Okay. Scrap habe ich wohl mehr als genug. Ja, wo kriege ich dann so Spezialsachen wie eine Box of Nails her? Zumindest schon mal Ammo. Stuhl-Lag. Kann ich das Stuhl-Lag irgendwie... Nein. Okay, es haben beide den gleichen Damage. So, das zum Beispiel ist sehr wichtig. Ammo ist voll, okay. Medikit. Bottle. Sterilizer. Noch eine Bandage craften. Dann bin ich doch langsam aber sicher wieder in Gefilden, die ein wenig mehr den Gegebenheiten angepasst sind, sagen wir mal. Der. Can if you will. Good. Was ich noch machen kann, ist das Motorrad nochmal. Ne, das ist repariert, okay. Ist das der Tunnel, durch den wir schon durch sind mal? Weil das würde erklären, warum hier nichts mehr ist. Ja. Müsste der Tunnel sein. Hm.
Da gibt's nichts dran. Ach so, ich bin mit Scrap ja voll. Ha. So, war hier nicht noch genügend Stuff und Zeug? Ihr habt hier doch bestimmt noch auch Residue, genau. So viel war ja auch nicht, hier war maximal noch Scrap und so. Aber ey, ich komme langsam durch. Langsam aber sicher. Es wäre natürlich spannend, wenn ich irgendwo eine verlässliche Quelle für Box of Nails auftun würde. Und was haben wir hier zum Beispiel? Da liegt doch auch Shit. Eine Box of Nails, so. Spike 2x4. Alles klar. Kerosin auch wieder auffüllen. Da, das fühlt sich doch jetzt alles langsam aber sicher wieder anständig an. Die haben bestimmt noch Munition im Kofferraum. Ja, komm. Taugt doch langsam alles. Das wäre natürlich nice. Zu wissen. Wer? Marauder Squad, yeah, waiting for me, huh? God damn it! Whoa! Away! Wie ist das hier eigentlich? Kann ich das da ranpacken? Nein. Aber ich kann es auch. Wow!
Oh, jetzt ist mein Motorrad schon wieder umgeschmissen. So. Dann schauen wir hier mal weiter. Mal gucken, Hirsch ist bestimmt einiges wert. Und weiter. Und wenn ich jemals eine Falle gesehen habe. Damn it, sniper ambush. Wow. Wie wär's mit Nein? Alter! Alter! Warte! Wow! Was sind wir denn? Ripper Blade. Gotcha, you son of a bitch. No more ambush drifters for you, huh? How you like that? Hallo? Oi. Let's see. Should work. Also erstmal natürlich das Zeug hier einsammeln. Ja!
Entschuldigung? Lawnmower Machete macht weniger Damage. Vielleicht kann ich nicht noch mal was dran basteln. Aber macht nichts. Wer liegt hier? Box of Nails. Okay, jetzt habe ich wieder einiges an Box of Nails. Das ist ganz cool. Ist doch schon wieder so eine rötliche Verfärbung. Hui. Hallo. Where's Tucker? Alki. Over at the big site. Well, which one, Dr. David? The north one. Back there. If anybody touches this bike or anything on it, I break your fingers. Whatever, man. Jesus. Okay, this way hat er es echt. Ach ja, und da ums Eck. Telling you, everywhere you look, it's all one giant lava field. 25 feet solid rock. It'll take jackhammers to. I don't need a lecture, goddammit. I get it. No, you don't. But these people are hungry. Even if they had all their strength, it'll take them months to finish this job with picks and shovels. I don't give a shit. We're all hungry, Al. But this job's gotta get done, whether it takes all goddamn year. It's not like we got somewhere else to be now, do we?
Wait. Not finished. We'll make it quick, will ya, Al? I got things to do. Grippers. This morning, one of my men spotted a large group of them coming over the pass. Did no one stop them? How the f... Tucker, you know we're already spread thin. Are they headed north? Al, are they headed towards us? Yes or no? I don't know. Maybe he knows. What the fuck are you up to now, huh? What's this about, huh? Damn it, Akai. It's not his job to know. It's your goddamn job to know. I can't be at two places at one time. You either want me here, running your dig, or you want me out there in the shit. Chasing the Rippers. Go check the store, see how much ammo we got left. I'll tell Wheeler to watch the dig. What are you looking at? I don't know, I'm just waiting for you to smarten the fuck up. Don't! Did you track down Leon? Good thing someone around here knows how to make things happen. Ride with me. Yay, how long has it been since you found someone brought him in? The kind of people left out in the shit aren't the kind of people you want to bring in. We lost two more to the fever. It's not my problem. You want our food? I'm making it your problem. I told you we'll do runs for you, but we're not joining your goddamn camp. Remind me again, my old woman's memory. Why is that? Because it's a waste of time, Tuck. Well, aren't you the optimist? Where's Boozer? He said he was gonna head over to Copeland's camp, see about trading for some fish. You're not in bed with Cope now, are you? His camp near yours? It's not closer or further. Look, I'm not Boozer's old lady. He goes where he wants. I know we can't bury these. Jesus. Keep the ship burning all day and night. Got a lot of freak corpses piling up out here. With men like you doing the jobs. You're damn right to keep it burning. Try using more gasoline. Burns faster, less fumes. Like we got so much to spare? When it's all gone, what are you gonna put in that bike of yours? Spit and sweat? Now what the hell is going on here? The count's off. Storage is missing food and some ammo. Jesus. Who was on watch last night? Wheeler. Tonight, double the watch. This shit's starting to piss me off. You got it. Trouble in paradise. It's like I was saying. Camp's like a prison. Bunch of goddamn lazy liars, thieves, rapists, and murderers. You know why that is? No idea. Because that's who we are. The freak show. Only folks survived were those mean enough, nasty enough to out-freak the freaks. The rest are here, hoping I feed them, protect them, keep them nice and cozy and warm, so they can sit on their asses and watch the world end. You! Get your ass back to work! Don't make me go get Cyrus! These sons of bitches can screw around all they like on their time. Daytime is my time. Running this camp is no different than running a prison. I can't remember what you said. You were what? You were a warden or something? Nothing so high and mighty. I was matron of the women's ward. Why aren't you working? You look like the sort of one spent some time with him. Back in the day. Hey, no, no, whoever no, do no, time? I'm getting to work. I had my share of trouble, but I never landed in K-State. I got a job for you. Larson was on a run yesterday. Passed through Marion Fork, said he saw something. Young woman. But he only caught a glance. He stopped to look around, but he never found her. Is he sure? Larson's been doing this long as you. He knows a person from a freak. But you got a knack for this. You head over there and find her before the freaks do. I'll see what I can do. But look, Tuck, I want the rest of my credits. I'm for Leon. You bring me warm bodies, I'll give you all the credits you can spend. Okay. I gotta go find Wheeler. Someone's looking at a knight in the shack. Ja, ich muss jetzt trotzdem mal gucken hier. Hey. Ah, Mechanic. Hey. Hier Hirsch für das Kitchen.
Ein paar Pflanzen ist jetzt nicht so viel, aber hey. Immerhin. Bisschen was. Bounty haben wir auch erst ein bisschen was, aber ein bisschen was ist besser als nichts. Ist ein Ohr? He's still around. Yeah, same as ever. Ich guess he's just been busy. Heard a rumor that he got hurt or something. That's just Tucker making shit up. He's fine. Maybe next time. Later, man. Alcott. What do you want, Drifter? What's your problem? One of my men escaped a Ripper camp over by Iron Butte. Got tortured, like they always do. But this time, they kept asking me if you knew about it. Two bikers, two men, asking me if you'd ever seen them or heard of them. A lot of bikes around here. What's it got to do with me? The Ripper called them mongrels. How many drifters still flying colors around here? As if that shit matters. You ask me? You got a price on your head. How's it feel to be on the other side? Now why don't you just show me what you got, because I don't have time for your bullshit. Whatever you say, Deacon. So, Weapons. So. Was haben wir denn hier? Repeater. Repeater ist doch nice. Alles andere kann ich mir nicht leisten. Ja, nehme ich doch den Repeater. Good shot. You'll like this. So. Schau ich mal in meinen Locker. Ammo full. Fill Ammo. What else can I do for you? Find me if you need anything else. So, genau. Muss ich aber trotzdem nochmal fragen, was mache ich mit den fucking Drogen, die ich hier noch habe? Price on your head. Meet with Tucker and Orca. Ich hab die doch gemietet. Worlds and... Ja, those nests. Ja genau, das sind die 6 Nester. Ja, nee, machen wir noch nicht. Und den... Checkpoint hier noch, okay. Now I just gotta figure out who I'm gonna give this to. Ach so. Ah, okay, der Drug Stash. LKS weapons to say that are better than yours, genau. Manny promised to help restore your piece of shit bike. Ich würde die Drogen dann aber zu Copeland bringen, weil es geht um mein Piece of Shit Bike. Ich kann nicht north until I get this bike fixed up. Copeland it is. Ich verstehe. Ja. Nice. Okay, das heißt, jetzt haben wir die Mission Deliver to Copeland. Und dann die Nester. Okay, ich glaube, ich verstehe langsam, was Phase ist. Ich Deliver to Copeland. Quick save. Trust increased.
Wieso kann ich nicht fast traveln? Ich habe nicht genug Fuel. Sauerei. Aber kann ich zumindest... Okay. Nee. Was war das übrigens für eine Geschichte, wo sie sagte, hier, da ist eine Frau irgendwo? Na, ist gerade noch nicht aktuell. Dann fahren wir mal zurück. Da komme ich ja dann zwischenzeitlich eh an der... Dings vorbei. Soll ich mich um das Fragezeichen? Ich kümmere mich ums Fragezeichen. Fragezeichen ist ja auch eine gute Möglichkeit, nochmal aufzuleveln und dann besser zu werden und. Siehst du, so voll die Leichen. Warum sind hier voll die Leichen? Muni. Bier Bottle. Hier habe ich jetzt wieder leichte Last of Us Vibes. Auf der einen Multiplayer Map. Ich glaube, ein in der Kampagne war das da, wo die hier die Kannibalen waren. Okay. Hier Richtung Norden war doch gerade noch mal ein Fragezeichen. Oh, 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 oh. Scrap brauche ich inzwischen wieder. Ich habe mein Motorrad reparieren musste. Nothing like scrap. So, war jetzt hier nach Norden noch was oder nicht? Das sind so viele Freaker. Nee, ich wollte jetzt erstmal zurück zu Copeland's Camp. Wenn sich dabei auf dem Weg noch was ergibt, okay, aber so... Damit ich die Drogen auch endlich loswerde. Gewicht.
Hoffentlich haben die das jetzt nicht wieder aufgebaut. Nee. St. John, stop by the hot springs when you can. Tucker, I hear you. St. John up. Okay, was ist jetzt hier schon wieder? Deacon St. John, this is Tucker. Like I said before, I haven't seen Loser Sweet Face around these last few days. You sure he's all right? This is Deacon. Loser's fine. Like I said, he's just been busy. Doing runs for that son of a bitch, Mark Copeland, no doubt. I get the feeling he doesn't like the bitch. Loser, I mean. Like I said, I ain't his old lady, Deacon out. Bounties, bounties. We need bounties. Sehr gut. Use. Dann können wir gleich eine mitnehmen. Es wäre natürlich geil, wenn hier irgendwo Fuel noch wäre. Ein Fuel Tank. Würde hier aber voll Sinn machen, wenn so viele Autos beieinander stehen, aber okay. Jetzt muss ich doch noch mal kurz gucken auf die Karte. Return to the Hot Springs Camp, okay. Ja, eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Das muss ich erstmal hier zur Tanke. Oh, shit. Uh-oh, I should stop for fuel. Ja, genau das mache ich doch gerade. Und wie kann ich das machen? Also ja, da steht eine Kiste, aber... Schau, das sieht doch geil aus.
einmal zurück zu Copelands Camp. Die Drogen werden mir sicher auch gut Eindruck quasi da hinterlassen. Einmal reinlassen, bitteschön, dankeschön. So. So, okay. Hey, Cope. Go see Manny. Maybe he can help you with that bike of yours. Hey. Deliver to Copeland. Nice. Copeland's Camp. Ja, siehst du mal, 5000 Trust. Und die Geschichte ist erledigt. Nochmal ein Custom Ding. Jawohl. So. Yeah, got some good stuff in stock. Fuel machen wir. Repair auch gleich, wenn wir schon da sind. Ich habe immer noch kein A-Sauerei. Trust 3 sogar. Trust 2. Ein Teil ist, aber ich kauf's mal nicht. Should have more stuff later. Later ist gut. Alright, I'm seeing you, Deacon. Just looking. Hier gibt's immer noch keine Waffen, ne? Full Ammo. What? Okay. Not enough credits? Thanks. Hey, how you doing? Bounties gebe ich mal ab. Es ist nicht viel, aber immerhin. Hey, nice. I'll be by later. Und hier habe ich überhaupt noch? Ja, eine Biere. Okay. So, jetzt bin ich wieder an derselben Stelle wie gerade. Nur in der Hoffnung, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen besser zu Rande komme. Hier in diesem Bereich vorgehen, ein bisschen looten und gucken und so weiter. Alles klar. Und hier oben natürlich den Checkpoint klären. Würde ich erstmal den Checkpoint. Naja, ich komme da sowieso durch. Mal schauen, was ich anders dann auf der Hinreise finde und dann auf der Rückreise. Aber das würde ich sagen, passiert dann in der nächsten Folge. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann!